Traktorpulling, die Bauernformel 1, ländlicher Volkssport Nummer 1 in den Vereinigten Staaten. Wird seit dem Debüt 1977 auf dem holländischen Flevohof auch in Europa immer beliebter. Verbreitet sich in den 12 Jahren über den ganzen Kontinent. Zur Europameisterschaft 1989 kehrt Traktorpulling zum Flevohof zurück. Mit einem PS-Feuerwerk, wie ihn zuvor kein Traktorsportler je sah. Die starken Schlepper sind nur zu einem Zweck geschaffen, über die Ziellinie durch die Büsche. Das höchste ist der Full Pull, 100 Meter, ungebremst. Mit Traktoren, Marke Eigenbau, freie Klasse, nur Gewichtslimit und Sicherheitsbeschränkung. Motorenart und Anzahl egal, ob einmal, zweimal oder gleich siebenmal, alles erlaubt. Oder Superstocks, sieht aus wie frisch vom Acker. Unter dem Blechkleid steckt immer noch der serienmäßige Motorblock. Aber sonst kannst du die Serie vergessen. Hochkarätige Tuning-Technik mit bis zu 3 Turbos für Wahnsinnsladedrücke weit über 10 Bar. Der primäre Gegner, ein tonnenschwerer Bremsschlitten mit einer schlechten Angewohnheit. Je weiter du ihn ziehst, desto schwerer lässt er sich ziehen. Fahrstreckenabhängig steigt sein Zugwiderstand. Holland, Poldergebiet am Eiselmeer. Dorado für Angler, Surf- und Segelsportler. Und zweimal jährlich Traktorpulling. Hatte der Gouverneur der Provinz Flevoland die Europameisterschaft eröffnet, fallen die ersten Regentropfen. Der Schwede Gold Tiger bringt als zweiter Teilnehmer in der freien Klasse bis 3,4 Tonnen den ersten Full Pull noch einigermaßen trocken unter Dach. Noch wenig später prasseln wolkenbruchartige Regenschauer nieder. Die Europameisterschaft wird unterbrochen. NTTO-Funktionäre haben die Bahn zwar mit Plastikfolien rasch abgedeckt, doch die glänzende Vorbereitung des holländischen Verbandes droht förmlich ins Wasser zu fallen. Nach dem ersten Wolkenbruch hat Petrus dann Einsicht. Die düsteren Wolken ziehen weiter, die Veranstaltung kann fortgesetzt werden. Der Brite Dave Prince zur Ausgangslage in der freien Klasse 3,4 Tonnen. Mit den untermotorisierten Traktoren und seinem Doppel Allison Atlantic Invader mit immerhin rund 3000 PS zählt er auch dazu, müsste die Taktik stimmen, kommt es auf den Fahrer an. Denn Full Pull im ersten Durchgang hat er zwar in der Tasche, aber underpowered sieht er sich im Verhältnis zu diesem hier. Ein Kinderspiel ist der Full Pull für Eugen Kiemele, der seine drei Motoren für je 2000 PS stark hält. Hier geht's schon schwerer beim Vorjahreschamp Epke Dijkstra, der mit Ach und Krach den 12-Zylinder Rolls-Royce über die Ziellinie wuchtet. Piet Boer mit Smokey Bear, White Horse und Alligator ergänzen das holländische Quartett. Really underpowered, trotzdem Full Pull für diesen Schweizer. Klar auch bei der Musik. Brian Armistead mit Turbogriffen. Der sollte auch dabei sein. Doch es kommt die erste Abweichung von der Papierform. Alle Taktik hilft nicht. Der Allison spielt nicht mehr. Dabei hatte Hubert Eggert, deutscher Vizemeister, den Firestones auf seinem Firestone extra für die Europameisterschaft noch einen Sonderschliff verpasst. Im heimischen Bad Leer, wo er im Zivilberuf ein Busunternehmen managt. Team, der hat schon Probleme bereitet. Was war da? Ich schätze, dass eine Laufbuchse gerissen ist oder sowas.
Also nur ein Deutscher im Stechen, immerhin der klare Favorit. Vier Holländer, zwei Briten. Für den Vizetitel ein Schweizer, ein Schwede als Kanonenfutter. Christian Andersson, drei Small Block Chevy 8-Zylinder auf Gold Tiger. Erster Start zum Stechen, underpowered gegen overpowered. Der Schwede stellt das Gespann bei 79,39 ab. Tractor Pulling, that's life. Und live geht hier jede Chance flöten. Alligator aus der Bahn und disqualifiziert. Dave Prince, konzentrierte Taktik, aber falsch ballastiert. Die Schnauze von Atlantic Invader klebt förmlich am Boden und dem Briten bleiben 1,48 Meter Nachsehen auf Christian Andersens Marke. Pit Buhr, holländischer Meister mit zwei Chevy Big Blocks. Blowers und Alkoholeinspritzung spenden extra Power. Der Gastgeber größte Trumpfkarte. Ob hier die Taktik stimmt? Der Start wie aus dem Bilderbuch. Auch das erscheint den Experten optimal. Hätte aber jetzt den beherzten Einsatz der Einzelradbremse erfordert. Out of bounds. Zweiter Holländer draußen. Alkohol für Kiemeles Rennmotor. Ja, aber die Bahn war sehr glitschig oder oberschmierig. Also war auf jeden Fall nicht gut zum Fahren und bin voll aufs Risiko gefahren. Vor allem mit dem rechten Fuß auf der rechten Hinterradbremse und mit dem Gashebel noch nicht mal am Anschlag. Full, weil gut ballastiert. Und PS genug, um ein paar davon für geraden Kurs zu verbremsen. Titelverteidiger Rhinosaurus mit dem Merlin. Er schlägt den Allison von Whitehorse, ist für seine Verhältnisse optimal unterwegs, landet aber bei 72,68, weit weg von Kimmels Full Pull und 6,71 hinter dem Schweden. Für die Dieselgilde Muni für das Schweizer Kreuz, Rudi Plattner auf dem Europaparkett. Aber hier schon beerdigt er mindestens die 5 Meter, die ihm hinten auf Whitehorse fehlen werden. Zu spät die volle Dieselpower freigegeben an der Kupplung. Dennoch gehört der Schweizer mit 57,38 im Stecken zur besseren Hälfte des starken Feldes. Turbolader und Einspritzung für einen Jagdbombermotor. Der Helm für Brian Armistead. Britanniens Ehre mit dem Vizetitel zu schmücken. Gold Tiger zu knacken und wieder am Start 5 Meter beerdigt. Jetzt erst beißen die Reifen, die wertvollsten Meter zur Beschleunigung sind verschenkt und die Gewichtsverteilung scheint auch nicht vom Besten. 74,52 mit Desperate Dan, Platz 4. Die Marke des Schweden hat einem gewaltigen Ansturm von Briten und Holländern standgehalten. Eine Sensation ist die Vizemeisterschaft für Christian Andersen. The absolute number one European champion 3.4 939 Museum Cut from Germany. Pausensnacks für die Zuschauer. Freie Klasse bis 900 Kilo, genannt Minis. 7 Holländer, 2 Deutsche, 1 Engländer. Und hier wird etwas anders gewertet. Während sonst die größere Weite aus den beiden Durchgängen für Sieg und Platzierung zählt, gab es bei dieser EM für die Mini-Puller Punkte für die Platzierung in den Durchgängen. Angeführt von Rabbit Injection ist am Samstag die holländische Armada in Front. Es sind schon gewaltige Kraftpakete, wie hier der aufgemotzte Big Block auf Miss Liberty. 1200 PS machen ihn zum Favorit. Die Wölfe im Schafspelz, der Superstandard 3400 Kilo. Peter Clark von der Windbush Farm in England. Passionierter Golfer mit einem hervorragenden Handicap, auch im Trekker-Track. Amtierender Europameister auf dem US-Import Running Deer. Und mit einem glänzenden Pull legt er zum Auftakt dieser Klasse die Latte auf die vollen 100. Peter Daniels Quailed Green Hucky im jüngsten Wettrüsten unter Serienmotorhauben ist dem Deutschen zumindest auf dieser Plattform die Spitze enteilt. European Made, Bram de Piper, Power Made in USA, er stürmt furios die 100. Brutus, auch du mein Sohn, out of bounds. Artjan Korteland, holländischer Meister, parkt den weißen IH spektakulär.
GBG Express mit Clark Jr. 5 Meter kürzer als die 100. Christian Lebrun, Rustica. Letzte Chance für Brutus. Und er ist dabei im Stechen der vier Besten in der kleinen Superstandard. Drei IHs und ein Johnny. Jeder Ex-Acker-Diesel, gut für mehr als 1000 Pferde. Drei Turbos sind einer der Schlüssel dafür. Gestartet wird in der Reihenfolge der 100er. Peter Clark heizt die Turbos, kuppelt ein. Da stirbt das Dieselfeuer. I should think probably we have a bit of turbo problem or some gasket has blown in there and let the air go out. Turboschaden, freie Fahrt für die IHs, zwei Holländer und ein Franzose. Taktik und Fahrvermögen wird entscheiden, denn die Leistung stammt durchweg aus der gleichen Quelle, von der Chicagoer Edelschmiede Hypermax. Bram de Piper hält European Made nur mit Mühe in der Bahn, wertvoller Schwung verschenkt und 70-97 für das Protokoll. Und hier wird's vom Franzosen vorgemacht, Christian Lebrun hat fast keine Lenkräder mehr und bleibt dennoch auf der Ideallinie. Verlängert um deutliche 15 Meter. Und Nervensache für den Fahrer, der sich immerhin schon einen Ausritt geleistet hat und erst im zweiten Anlauf ins Steck. Zwei Hackis im Fahrerlager. In der 5,7 ist der Rote gleich dran. Rückblende. Ein Gärtnereianwesen im niederrheinischen Anholt. Hier werden nicht nur Blumen gezüchtet, sondern auch Deutz Diesel PS für Traktorpulling. Und das schon seit einem Jahrzehnt. Paul Daniels, sein Part sind mehr die Rosen und seine Brüder Peter und Franz haben mit Hacki schon so etwas wie eine Legende im deutschen Trecker-Track geschaffen. Den alten 10-Zylinder-Ex-LKW auf dem Abstellgleis unter Glas haben sie aber auch zu zahllosen internationalen Erfolgen geführt. Flevohof 1985, die Sensation ist perfekt. Kann sie mir noch nicht beschreiben. War der schönste Tag im ganzen Trecker. Vor 3 Jahren haben wir die Möglichkeit schon mal gehabt, sind wir Vizemeister geworden. Und heute hat es gereicht. Peter Daniels mit einem 12-Zylinder auf völlig neuem Hacki hat er nachgerüstet. Trotz Flugzeug und Rennmotoren bei der Konkurrenz ist er dem Deutz Diesel treu geblieben. Hat ihn nochmals gewaltig aufgerissen, bewegt sich an den physikalischen Grenzen des Materials und überschreitet sie zuweilen. Ja, wie ihr gesehen habt, unsere Kurve ist im Arsch. Lagerschaden, ganz feine Haarrisse sind zu sehen. Wir bringen die Montagmorgen sofort weg zur Spezialschleiferei. Wir wollen versuchen, ob sie noch schleifen können. Und sonst wird provisorisch gemacht. Ich will auf alle Fälle am Flevohof dabei sein. Und er ist dabei. Eine Woche hart geschraubt und organisiert. Der Flugzeugjäger mit serienmäßig gerade 450 PS rollt zum Start. 4 gewaltige Abgasturbolader. Power genug für einen astreinen Full Pull. Doch den schaffen andere auch, die für das Stechen weit eher als Favoriten gehandelt werden. Holländischer Green Spirit. Später wird ihn ein Getriebeschaden aus dem Rennen werfen. Obligatorische Überprüfung des Startgewichtes. Mike Lawrence, Europameister 87, haben wir im Fahrerlager angetroffen, wie er den Luftdruck seiner Reifen justiert. Auf die Aussichten mit Chariot of Fire angesprochen, meint der Brite. Hopefully your pressure will be okay. Mit dem Single Griffin verspricht er sein Bestes. Nicht angetroffen haben wir den haushohen Favoriten. Auskunft gibt die Gattin Thea van Alphen. Zwei Allison-Jagdflieger-Trieblinge unter modernsten Aspekten auf Q8 Popeye rangiert. Das Monster aus Bladel ist die Spitze in Holland. Ein direkter Clinch mit dem amtierenden Titelträger Kiemele mit denselben Motoren steht erstmals an. 4400 PS brauchen für 100 Meter gerade 10,33 Sekunden. Der spielerische Full Pull hat die holländischen Fans so richtig angeheizt. Jan van Alphen vor Champion. 10,33 auf 100, Wahnsinn.
Der amtierende Champ aus Germany kontert natürlich auch mit einem Full Pull. Eugen Kiemele auf dem Museumsgigant ist aber nicht ganz so schnell. Freilich zählen nicht Sekunden, sondern Meter nachher im Stechen. Fehlende PS durch glänzende Ballastierung auf fallgeradem Kurs ausgeglichen, holt sich auch Chariot of Fire die Eintrittskarte zum Finale. Und wie Mike Lawrence geht auch Frankreichs Number One durch die Tür. Der zweite Rolls-Royce Griffon im Finale. Gibt's auch einen zweiten Diesel? Logisch, die Nummer 1 aus Österreich, ein Nobody auf dem Pfleberhof, der Steiertaler Mostipf, betreten von Bert Donabauer, geht als letzter auch noch durch die Büsche. Genau 31 cm trennen Bernhard Fienenkötter aus dem Münsterland von der magischen Marke. Zusammen mit Ulfen aus Schweden und Green Spirit bleibt er außen vor. Stechen 5,7 Tonnen, freie Klasse, Höhepunkt des ersten Wettkampftages. Kiemele fängt an. Bahn und Bremse falsch eingeschätzt, 4400 Pferde brechen ein, gesetzte Marke 66,26. Lawrence jetzt, mit nur 2500 Pferdchen verlängert er auf satte 77,13. Und der Diesel Daniels hat ebenfalls die Bahn gelesen, fast 70 Meter für den Deutschen. Kiemele im Sack und gute Aussicht auf das Treppchen. So träumen Dieselfreunde, doch bestes Material und ausgefeilte Taktik wird vom Missgeschick ereilt. Zwei Ballastgewichte verloren und disqualifiziert. Lange Gesichter bei den Brüdern vom Niederrhein. Der große Favorit, Jan van Alphen. Die Siegestür steht völlig offen, denn Kiemele ist weg vom Fenster. Sauber ballastiert, gut unterwegs, da kommt der Hammer von der Bremse. Und es ist wie bei Kiemele nur im Bereich von Lawrence Marke. Die Lasermessung bringt es auf die Anzeige. 1,84 Meter bleibt der Brite vorn und nimmt es recht gelassen. Diese Sensation. Von hinten aufgerollt das Feld, noch eine Sensation. Bert Donabauer hämmert das Steiertriebwerk mit extremen Ladedruck und reichlich Dieselfutter auf 68,60. Um 2,34 Meter kickt der Kiemele von der Siegertreppe und holt Platz 3 für Österreich. Sonntags alles wohl bestellt zur zweiten Runde. Die freie Klasse, 2400 zum Auftakt und hier gleich das Stechen. Vorgelegt von David Creed. Ran an den Briten. Victoria aus Schweden schlägt wilde Haken, kommt deshalb nicht mehr dran. 81 cm fehlen. Mit 5 V6 vom Ford Granada unterwegs zum EM-Hattrick mit Full Pull. Martin Kustermans mit Super Spetter steigt nach Schweden und Frankreich zum dritten Mal ganz hoch aufs Podest. Zweite Punkte hat's der Mini-Puller. Überraschender Platz 4 in der Tageswertung für Thorsten Elmrich und Patrator. Der Favorit Michael Coy, Miss Liberty, fängt an zu springen, schaukelt sich auf und knackt die Hinterachse.
Mit Sieg am Samstag vor Little Rabbit genügt am Sonntag ein zweiter Platz für Toni Wennecker. Den V8-Motor, noch ohne Blower, seines Rabbit Injection, hat Michael Koi ausgemustert. Unter dem neuen Besitzer wird er Europameister, auch wenn er sich am Sonntag den Blower-Pionieren der Minis Cloud 9, der Gebrüder Funstream, beugen muss. Siegerehrung. Schwere Superstandardklasse. Die sieben stärksten getunten Serienschlepper Europas sind angetreten, um den Nachfolger von Willem Feldhuisen zu ermitteln. Der hatte 88 in Frankreich gewonnen und durfte deshalb beim Indy Superpool in den USA für Europa starten. Aus diesem Feld kann heute jeder gewinnen, sagt er. Eine läppische Dichtung war es am Running Deer. Heute wieder alles klar, meint Peter Clark. In letzter Minute beim Quotenroulette gesetzt, Klaus Blank mit dem Fiat Super Agri. Und hier die IH Armada European Made. Christian Lebrun mit Rustica aus Frankreich. Deutscher Meister Ernst Bauer mit Struwwelpeter, der als Testfahrer der Klasse als Erster auf die Matte geht. Zum Glück hat er deshalb einen weiteren Versuch, denn die griffige Bahn fordert ihren Tribut und der Goggenbacher scheitert knapp vor 100. Lebrun hat besser taktiert und peitscht seinen IH über die volle Distanz. Vive la France! Unterwegs zum ersten Full Pull für Deutschland, der Bornheimer Klaus Blank. Mit der Lenkbremse schmuggelt er sich vollends über die Ziellinie. Der frisch gebackene Champ der 3-4, Artjan Korteland aus Oud Alblas, möchte wohl gern zweifacher Meister werden. Zunächst braucht Artjan dazu einen Full Pull. Und hier ist er. Der erste Grüne kommt ins Bild, Stephen Clark auf Running Deer. Wieder in Topform bleibt auch Clark Junior bis 100 ungebremst. Bram de Piper, vor einer Woche frisch vermählt auf Hochzeitsreise mit seiner zweiten Braut. European Made, IH 3668, Full Pull. Der zweite Grüne, Willem Feldhuisen mit Bits and Pieces, war die Chance zur Titelverteidigung mit dem sechsten Full Pull der Klasse. Und hier jetzt der dritte Versuch von Ernst Bauer, die Hollandbremse auf 100 zu bringen. Über 99,53 kommt er aber nicht hinaus. Wettkampfleiter Jaap van der Poel von der NTTO will im Stechen keine Full Pulls mehr sehen. Entsprechend wird der Bremswagen für das Superstockfinale eingestellt. Klaus Blank, 75,73 vorgelegt. Christian Lebrun auf 81,84 verlängert. Artjan Korteland nochmals 10 Meter zugelegt. Stephen Clark, einen ganzen Zentimeter vor Rustica. Und last not least, der Hochzeitsexpress des Bram de Piper geht vorbei am Super Agri, am Rustica. Und Running Deer kämpft auf Brutus zu, wird Zweiter. In Frankreich.
Friesland, Galama-Gracht, Heimat des vielleicht stärksten Traktors in Europa. Auf dem Milchviehbetrieb der Zeislings verlässt der Doppelgriff und seine Schmiede. Das Team Hött-Kippmannsje ist bereit zur Jagd auf den Titel der 4-4. 2x36 Liter Hubraum, so ein Geschoss hat die Welt noch nicht gesehen. 5000 PS werden für den Transport zum Flevohof auf eine Pritsche gefahren, denn einen eigenen LKW besitzt das Team nicht und sorgfältig eingepackt. Der Teamchef Kees Seisling begründet seinen Optimismus für die Europameisterschaft damit, dass Hött-Kippmannsje beim Endlauf der holländischen Meisterschaft seinen großen Rivalen Popeye satte 12 Meter abgenommen hat und nationaler Meister der 4-4 wurde. Ein befreundeter Spediteur holt die PS-starke Pritsche ab, hin zum Clinch mit der europäischen Spitze. Kees ist schon seit 10 Jahren dabei und hat 84 überraschend einen Meistertitel gewonnen. Dadurch motiviert tat er sich mit Peter Balzma, Teke Weenstra und dem zweiten Fahrer Sibrin Hoekstra zusammen. Vereint wurde der Single Griffon aufgebaut und 87 zu weiteren Erfolgen geführt. Nur konsequent, dass im letzten Winter der zweite Griffon folgte. Mit ungeheurem Aufwand an Freizeitarbeitsstunden und etlichen Gulden. Das Team aus Friesland mit der großen Fangemeinde hat gute Karten im Powerplay. Die Balance von der Träger. Ich denke, das von Armstress. Nach den wichtigsten Erfolgsfaktoren befragt, nennt Jan van Alphen an erster Stelle die optimale Balance des Traktors und nach der gestrigen Erfahrung Getriebestufen, die Leistung und Traktion in harmonischen Einklang bringen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, wir haben einen Motor, müssen wir ein bisschen den Spritdruck überprüfen, würde ich sagen, aber ich schätze, das kriegen wir wohl im Griff. Hochgepokert, der Heinz-Josef Hörstkamp mit einem dritten Allison V12 extra für diese Titelverteidigung. Nach einer harten Reparaturwoche sitzt das Sorgenkind noch immer hinten links. Wahrscheinlich, dass man schnell Start hat, dass man schnell wegkommt, dass oben, bis die Bremse kommt, so wie sie gerst kommt, ist so radikal, dass man eine hohe Geschwindigkeit hat. Eugen Kiemele und mit Museumscat ist er der Testfahrer der 4-4, für die anstelle von Keep Moving der Bremswagen Powerbreaker eingewechselt wird, der dank eigenem Antrieb auf den Cat Challenger zum Rückzug verzichten kann. Der Puller Cat zieht nach vorne. Und diesmal haben die drei Arias richtig zu tun. Trotzdem Full Pull. David Prince mit Atlantic Invader. Der Doppel-Allison hat größte Mühe und wird noch keine 80 Meter erreichen. Aus Sorge, dass die Spannung aus der Klasse genommen wird, entschließt sich die holländische Wettkampfleitung dazu, den Bremswagen erneut leichter einzustellen. Dies ist nach internationalem Reglement möglich, bedeutet aber Restart. Dem Eugen Kiemele passt dies natürlich nicht. Wenn ich den Pull ziehe, könnt ihr den Bremswagen nicht leichter machen. Das ist ja der größte Schweinerei, wo es gibt. Der unflätige Kommentar entspricht zwar nicht der Rechtslage, aber Eugens deftigen Naturell und lässt Hött-Kippmannsje hier völlig unberührt. Die Bremse ist immer noch mörderisch, aber mit etwa 150 km/h wirbeln die Stones, verbeißen sich im Powertrack des Flevohof, lassen die rund 5000 Friesen PK richtig los, wuchten das Gespann vehement über die Ziellinie zum ersten offiziellen Full Pull der Klasse. Wie hart die Bremse steht und wie viel Power ein Puller braucht, wird hier deutlich. Der Franzose Meac 2 mit zwei Rolls-Royce Meteorit V12 kommt gerade mal knapp über die Hälfte der Bahn. Full Pull mit weniger als 4000 PS ist nicht.
48 Orgelpfeifen an zwei Allison mit Methanoleinspritzung. Eugen Kiemeles Oratorium Richtung Full Pull. In den USA hat er das Orgelspiel erworben und hat damit vor 4 Jahren den europäischen Rüstungswettlauf so richtig eröffnet. Aber zäh geht's hier. Die Ziellinie wird nur knapp gekreuzt. Ein etwas anderer Full Pull steht an. Wegen des Restarts der Klasse ist Cat der Nächste auf der Liste und Eugen muss schleunigst hin. Schließlich hat er die drohende Untermotorisierung des Gigant frühzeitig kommen sehen und noch einen US-Erwerb nachgelegt. Mit den beiden Treckern ist Kiemeles Museums-Pulling Crew das stärkste Team in Europa. Jetzt bei der Entscheidung der 4-4 bedeutet es aber auch doppelten Druck für den Schwaben. Wie wird er bestehen? Number One beobachtet vom Bock des Green Fighter. Hurst Kamps 12-Zylinder hinten links wollte nicht anspringen. Sein letzter Versuch. Eigentlich hat er genug PS, um ganz vorne mitzumischen. Aber es kommt darauf an, dass alle 36 Zylinder im vereinten Viertakt schlagen. Green Fighter rollt zum Start. Deutschlands dritte Trumpfkarte, der amtierende Meister. Spannung auch bei Hoekstra und Seisling. Nur ganz kurz vereinter Viertakt. Hinten links schert aus und zerborsten ist der Traum einer Titelverteidigung für Heinz-Josef Hörstkamp aus Füchtdorf. Dieser Sport kann nicht zu Hause trainiert werden. Es rächt sich, dass Hörsti in dieser Saison alles auf die Europakarte gesetzt hat und mit dem unerprobten Triple an der deutschen Meisterschaft vorbei das ganz große Rad drehen wollte. Der Twin von Jan van Alphen. Bewährt und qualifiziert im Stahlgewitter der holländischen Meisterschaft. Stair-Step, angeordnet und optimal aufeinander abgestimmt. Auch die Übersetzung passt im ersten Durchgang der 4-4. Full Pull, der zweite Holländer. 4 insgesamt für die Entscheidung in einem Stechen. Jetzt darf die Bremse wieder beladen werden. Eine Entscheidung steht an, wie sie 10 Jahre Europameisterschaften in solcher Leistungsdichte noch nicht gesehen haben. Stimmung auf der Tribüne, was meinen die Akteure? Erleichterung, dass er zumindest schon mal dabei ist mit Q8 Popeye im Finale. Seine Frau hat ihm berichtet, dass die Zeiten der Full Pulls eng beisammen liegen. Sowas lässt auf ein spannendes Stechen schließen. Spannung sehen auch die Friesen und merken an, dass ihr Full Pull mit einer Sekunde Vorsprung der schnellste war. Derjenige wird wahrscheinlich gewinnen, der seinen Traktor am besten belastet hat, also das Gewicht richtig gelagert hat. Ne? Ich habe halt die Angst, dass er zu arg aufsteigt vielleicht und dass er die Bahn verlässt. Durch das habe ich etwas viel Gewicht beim ersten Zug vorne. Manzi hatte 77-74 vorgelegt, Museumsgigant fehlen unter dem Jubel der holländischen Fans ganze 3 Meter, 100 Meter zurück zum Cat, diesmal komfortabler. Weiter unten auf der Bahn endet das Duell Q8 Popeye gegen Cat. Der fand seinen Kurs, jetzt aus anderer Perspektive deutlich, weit links von der Ideallinie und bleibt 3,5 Meter hinter den 97,09 von Europameister Jan van Alphen. Vizemeister ist Eugen Kiemele und mit den meisten Fans Kees Seisling auf Platz 3.